Yo, Freunde, was geht ab? Hier ist euer Bruce Fuß. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe mal was von Sniper.SDE zugeschickt bekommen. Und zwar einmal diese Airsoft-Pistole vom AW Custom. Darauf habe ich mich schon tierisch gefreut. Aber noch mehr habe ich mich darüber gefreut, dass ich von Sniper.S eine grüne und eine rote Gasflasche bekommen habe. Die grüne ist schon ganz cool, aber die rote soll noch viel mehr reinballern. Mir ist es egal, ich ziehe mir alles rein, was gute Laune macht. Von daher rein mit dem Zeug. Grußfuß? Was geht ab? Kann es sein, dass du überhaupt gar keinen Plan von gar nichts hast? Airsoft ist wohl überhaupt nicht dein Ding. Und du siehst mir sowas von bekannt aus. Ich denke mal, ich habe eher das Richtige für dich. Ich gebe dir hier mal das gute Stück. Ich glaube, das gehört dir. Und dann würde ich mal sagen, verpfeif dich mal ganz schnell hier aus meinem Review. Denn das ist mein Kanal. Intro ist durch. Ja, ich hätte nie gedacht, dass ich mal so einen hohen Besuch hier bei mir zu Hause habe. So kann es passieren. Ich bin jetzt wieder alleine. Jetzt passt es wieder mit BB2K Airsoft Channel. Der Brußfuß, der muss weg. Jetzt passt. Jetzt sind wir angekommen beim BB2K Airsoft Channel. Hallo und willkommen. Ja, heute, ihr habt schon gesehen, geht es hier um diese AW Custom M1911 Red. Wer sich jetzt wundert, komische Bezeichnung, liegt daran, wir haben hier in Deutschland so ein kleines Lizenzrechtsgeschichtlein, daher können wir sie nicht so nennen, wie alle anderen Länder es nennen. Schuld daran ist er hier, ja, dass wir hier das gute Stück nicht so nennen können, wie wir es gerne nennen wollen, obwohl wir wissen, was es ist. Obwohl er eigentlich nur Desert Eagle benutzt, aber halt die Logos und die Markings erinnern so stark dran. Ebenfalls hier Griffstück, ein bisschen anders hier in Deutschland, aber das, ja, ich greife wieder vor. Das machen wir später. Fangen wir erstmal ganz am Anfang an. Erstmal herzlichen Dank auch von mir an die Firma Sniper.S, dass ich hier die AW Custom für ein Review bekommen habe. 169 Euro kostet das gute Stück. Wenn ihr nach dem Review meint, will ich gerne haben, dann könnt ihr in der Videobeschreibung mal auf den Link klicken. Der führt euch dann hier zu der AW Custom M1911 Red und dann könnt ihr auf den Kauf-Button drücken. So, das war's. Fangen wir mit dem Lieferumfang an. Das gute Stück ist hier dabei. Dazu gibt es eine Anleitung, mehr so in Symbol gehalten, kaum Informationen, außer hier interessant, das Ganze läuft ja mit Greengas, CO2 und HPA und noch eine Warnung, über 40 Grad, ja, da sollte man die AW Custom nicht benutzen. Ansonsten kommt das Ganze in der typischen AW Custom Verpackung, auch nichts Neues und ich würde sagen, das war der Lieferumfang, machen wir weiter mit dem Bodycheck. Ich gehe mal ein bisschen näher ran und dann zeige ich euch die Pistole mal von allen Seiten, damit ihr euch das hier in Ruhe anschauen könnt. Ja, wir haben so gesehen eigentlich nur eine stinknormale 1911er hier, eine Standard 1911er mit starrer Visierung, ohne viel Schnickschnack. Das Besondere an dieser 1911er ist die Beschichtung, oder wohl Beschichtung kann man das gar nicht nennen. Die ist ja komplett runtergeschnörkelt, sodass wir hier diesen, ja, used look haben, egal wie wir hier die 1911er drehen, überall ist alles abgeschnörgelt. Sogar das Magazin hat hier den used look. Das Besondere ist die Farbgebung. Wir haben hier noch roten Farbton drauf. Das soll auch so ein bisschen an einen Film erinnern. Ganz doll erinnern tut es einen an die, wenn man hier den Schriftzug sieht. Maximum Effort könnte auch was mit einem Film zu tun haben. Und hier auf der anderen Seite Front Towards to the Bad Guy. Auch das spielt an einen Film an. Die Griffschalen unterscheiden sich so ein bisschen von den Auslandsmodellen. Wenn man sich das anguckt, sehen die Griffschalen hier ganz anders aus. In Deutschland sind die leider so nicht montiert worden, können aber nachträglich auch noch erworben werden. Produktlinks packe ich euch in die Videobeschreibung. Ich finde, die Griffschalen gehören einfach dazu.
Wenn ihr also diese Pistole kauft, dann würde ich auch noch die Griffschalen dazu holen. Ja, machen wir weiter mit den Materialien. Die Pistole besteht komplett aus Metall, aus einer Aluminiumlegierung haben wir den Schlitten, den Rahmen. Alles auch sehr hochwertig miteinander verbaut. Haben wir ja kaum Spiel, was den Schlitten angeht. Auch alles sehr passgenau gefertigt. Guckt mal hier hinten, wie das Ganze hier alles ansetzt. Auch die Schlittenführung, alles wirklich richtig smooth. Und wir haben hier auch eine richtig fette, starke Feder drin. Die AW Custom ist auch auf CO2 ausgelegt, sodass ihr auch im Winter hier mitspielen könnt. Ja, und das Besondere an der Pistole ist ja halt der Use-Look. Das heißt, ihr könnt damit wirklich spielen und wenn die mal runterfällt oder wenn ihr das ganze Holz habt, braucht ihr euch wirklich keine Sorgen um Schnarzer oder Kratzer machen. Die hat wirklich genug Kratzer schon an Bord. Apropos Holstern. Holster sind auch kein Problem. Ich habe hier diesen Zytec, ist ja auch Nupro, alles das gleiche. Passt hier die 1911 ohne Probleme rein. Auch einigermaßen wackelfest. Könnt ihr also auch die Zytec oder Nupro Holster für die M1911 von AW Custom nutzen. Werfen wir einen Blick auf die Internals. Zuerst hier im Inneren des Griffstückes haben wir alles aus Zinkdruckguss verbaut, außer der Valve-Knocker, der ist aus Aluminium. Aber ansonsten alle internen Teile, wie gesagt, aus Zinkdruckguss. Und das reicht auch meiner Meinung nach für den ersten Start. Sollte hier mal was kaputt gehen, die AW Custom ist WE bzw. TM kompatibel und da könnt ihr euch Standard 1911er Teile zur Not auch noch nachkaufen. Schauen wir uns die Federführung an. Die Federführungsstange selber ist aus Stahl gefertigt mit einem Gummipuffer. Die Stahlfeder ist sehr stark, sodass sie auch mit CO2 ohne Probleme klarkommt. Und das Federführungsröhrchen hier ist aus einer Aluminiumlegierung. Der Outer Barrel ist komplett aus Aluminium gefertigt, aus einem Stück. Und wenn wir hier vorne mal in den Lauf schauen, haben wir hier auch Felder und Züge nachgeahmt und auch ein Gewinde, sodass ihr, wenn ihr wollt, hier euch auch einen Tracer ranschrauben könnt. Der Inner Barrel, ich habe ihn mal kurz ein bisschen rausgedrückt, ist schwarz beschichtet, sodass das Ganze, wenn ich ihn mal jetzt so wieder halte, nicht so nach Airsoft aussieht, sondern eher mehr nach 45er. Bei einem bestimmten Winkel, so wie hier, hat man hier ein richtig cooles Erscheinungsbild. Ja, hier hinten haben wir das 1911er typische Hop-Up-Einstellrädchen hier in Rot gehalten. Könnt ihr hier genau exakt euch das Hop-Up einstellen. Nicht klickweise, sondern wirklich nach Gefühl könnt ihr hier das Hop-Up so justieren, wie es für euch am besten ist. Schauen wir uns noch den Schlitten an, beziehungsweise das Nuzzle. Das ist verstärkt und auch sehr führig und ohne groß Hakeln arbeitet es hier im Schlitten. Hat auch keinerlei Spiel, sitzt richtig gut drin im Gehäuse und dichtet auch ganz ordentlich hier mit dem Magazin ab. Wie viele Schüsse wir mit einem Gasmagazin rausholen können, das zeige ich euch nachher im Chrono. Kommen wir zu den technischen Daten. Wir haben hier eine AW Custom NE2201911. Das ist die offizielle Bezeichnung von AW Custom. Mit einem Gewicht von 910 Gramm, Gesamtlänge 215 mm. Inner Barrel hat eine Länge von 110 mm mit einem 603 mm Durchmesser. System: Gas Blowback, Kaliber 6 mm, Magazin, Kapazität 15 Schuss, haben wir eine Energie von 0,9 Joule bzw. 312 FPS. Ich werde jetzt im Chrono diese Werte kontrollieren und gleichzeitig schauen, wie viel Schuss man mit einer Gasladung rausschießen kann.
kommen wir zum Schusstest hier mit der AW Custom 1911. Ich schieße jetzt auf 10 Meter auf eine BDS Pistolenscheibe mit 0,20 Gramm Bio-Babys. Zunächst erstmal 10 Schuss, versucht akkurat genau auf die Mitte gezielt. Und dann ja, schieße ich den Rest etwas zügiger raus. Und ich bin gespannt, wie das Ergebnis hier von diesem Bad Guy Killer ist. Seid gespannt, ich bin es auch. Das waren 10 Schuss und jetzt die restlichen schnell rausgerotzt. Viele waren es nicht, aber schauen wir uns das Ergebnis mal an. Ja, und da muss ich sagen, habe ich wahrscheinlich persönlich nicht so gut geschossen, so wie ich mir das vorgenommen habe. Ja, wie gesagt, ich habe immer auf die Mitte gezielt, hat auch so einigermaßen geschafft, aber ihr seht, ich habe hier immer mehr nach links abgedriftet. Wir haben also sozusagen hier mehr diese Linie. Ich habe auch noch einige Ausreißer, einmal hier, da und da, einmal ganz krass. Das liegt aber auch wahrscheinlich daran, weil ich jetzt hier mit der AW Custom zum Schluss die letzten drei richtig doll rausgerotzt habe. Im Endeffekt, ja, muss ich sagen, denke ich mal, stimmt das Ergebnis schon. Wenn ich nicht so weit rumgedriftet wäre, wäre das halt perfekt. Ich denke mal, das ist halt ja meinen Schießkünsten geschuldet. Ansonsten muss ich sagen, ja, ist sie schon okay. Das war Schusstest und Chrono gewesen. Kommen wir nochmal ganz kurz zurück auf den Chrono bzw. auf die Gaseffizienz. Ihr habt gesehen, mit einer Gasfüllung könnt ihr auf jeden Fall zwei Magazine verschießen, also 30 Schuss. Die Leistung geht beim zweiten Magazin auch überhaupt gar nicht so runter. Beim ersten Magazin hatten wir einen Durchschnittswert gehabt von 0,9, Minimalwert 0,8. Und auch beim zweiten Magazin sah es ähnlich aus, außer dass wir dann einen Minimalwert hatten von 0,7. Alles, was über 30 kommt, könnt ihr eigentlich vergessen, geht dann gleich Gen 0. Und ich finde, für so ein Single-Stack-Magazin ist das wirklich eine ganz gute Leistung. Ja, und Schusstest habt ihr gesehen, eigentlich auch gar nicht so schlecht. Hätte ich ein bisschen besser und ruhiger gezielt, hätte ich bestimmt auch ein besseres Ergebnis gehabt. So, jetzt aber zurück. Gucken wir uns mal die Details und Funktionen an. Halte ich ziemlich kurz, weil hier gibt es eigentlich nicht viel zu erzählen. Fangen wir mit der Visierung an. Wir haben hier eine Standard 1911er und so haben wir hier vorne und auch hier hinten eine starre Visierung. Beim Zielen sieht das Ganze dann so aus. Keinerlei weiße Punkten oder irgendwelche Zielhilfen. Einfach 1911er Visierung, so wie man es kennt. Wenn ich den Hahn mal spanne, wird hier der Weg sichtbar auf den Schlagbolzen. Der ist sehr gut nachempfunden, lässt sich sogar hier reindrücken, ist gefedert. Wenn wir hier hinten sind, schauen wir uns auch gleichzeitig mal den Hammer an. Auch einen Standard 1911er Hammer, abgesehen davon, dass er rot gefärbt ist. Wir haben hier auch die Standardsicherungen einer 1911er. Einmal hier die Handballensicherung. Zum Schießen muss die Handballensicherung reingedrückt werden. Passiert normalerweise, wenn man die Hand an die Waffe legt. Dann haben wir hier auf der anderen Seite die Schlittensicherung. Nach oben ist die Waffe gesichert. Heißt, auch wenn ich jetzt die Handballensicherung reindrücke, kann hier keinen Schuss ausüben, erst wenn die Sicherung unten ist. Auf der Seite haben wir links vom Schützen den Schlittenfanghebel. Ich lade die Waffe einmal durch, ist nicht geladen. Wenn ich jetzt den Abzug drücke, bleibt der Schlitten wie bei der originalen in der hinteren Position hängen. Ich kann jetzt über den Magazinlöseknopf das Magazin rausnehmen, ein neues reinlegen, den Schlittenfanghebel drücken und die Waffe ist sofort wieder einsatzbereit. Warum holt man sich eigentlich eine Gas Blowback? Oder beziehungsweise die Frage, was ist eine Gas Blowback? Für alle, die noch nie eine Gas Blowback in den Händen gehalten haben oder noch nie in Action gesehen haben. Für mich persönlich ist Gas Blowback das Nonplusultra bei einer Airsoft. Das macht so viel Spaß, weil man hat einen genialen Sound, man spürt die Waffe, den Kick. Das macht einfach ordentlich Spaß und man kann die Waffe so auseinandernehmen, so bedienen wie eine Real Steel, also wie fast eine Real Steel. Es ist wirklich ein Vergnügen, was mir immer wieder ein Smile ins Gesicht
verzaubert, wie jetzt auch jetzt. Ich quatsche nicht viel. Wir gucken uns jetzt mal die 1911er hier mal in Action an. Ihr könnt euch mal den Kick reinziehen. Ich habe dafür das Magazin hier nur mit Gas gefüllt. Es sind keine BBs drin. Ich mache hier einen Dry Fire. Und da ich das Magazin gerade draußen habe, Ersatzmagazine von AW Custom kosten 27 Euro. Ihr könnt euch aber auch WE bzw. WE-kompatible 1911er Single-Stack Magazine besorgen. Die gehen hier auch. Aber wenn ihr es wirklich optimal abgedichtet haben wollt und ihr sozusagen das Maximum aus eurer AW Custom rausholen wollt, dann nehmt ihr einfach die AW Custom Single-Stack Magazine. Oder, ich habe es leider nicht dabei, ich blende es hier mal ein. Ihr wertet die AW Custom noch mit einem Gas Blowback Drum Mag auf. Ihr seht, das Ganze gibt es auch in Schwarz-Rot. Passt perfekt hier zu den Baby, ja. 350 Schuss könnt ihr dann hintereinander rausrotzen. Der Cooldown hält sich so in Grenzen. Kosten tut das Ganze 98 Euro. Wer also einen dicken Maxen machen will mit der AW Custom, der holt sich noch einen Drum Mag. So, Drum Mag ausgeblendet. Wir haben das Single-Stack-Magazin. Ich setze mir die Schutzbrille auf und dann gucken wir mal, wie die Custom hier so rumkaspert. Oh, ihr merkt, der Kick ist schon richtig ordentlich. Der Sound ist doch richtig laut. Ich halte mal ein bisschen näher ran. Schlitten fangen. Richtig genial, macht ordentlich viel Spaß. Ja, und weil ich jetzt hier so nah dran bin, gucken wir uns gleich mal den Abzug, den Druckpunkt an. Und der ist auch wirklich richtig genial gemacht hier von AW Custom. Wir haben einen ganz minimalen Weg, nichts hakt wieder, so ist ganz butterweich. Finger ansetzen. Gerade mal so einen Millimeter reindrücken, ein bisschen drücken nur, zack, löst der Schuss, Resetpunkt, ungefähr 2 bis 3 Millimeter, habt ihr gehört? Ganz sauber könnt ihr hier mit der 1911er arbeiten, macht absolut Spaß. Kommen wir zu den Pro und Contras und auch gleichzeitig würde ich sagen zu dem Fazit und die Kaufempfehlung hier. Von der AW Custom NE2201 oder wie sie bei Sniper heißt, M1911 Red. Zu den Pros gehört auf jeden Fall, dass wir hier AW Custom typisch eine richtig hochwertige Vollmetall Gas Blowback Standard 1911er haben, mit der man sofort out of the box starten kann, sofort auch als Spieler, als natürlich auch als Sammler. Das Ganze passt hier in jedes Standardholster, wie dieses hier von Zytec, also für den Spieler optimal. Der Look ist Geschmackssache, den lasse ich jetzt hier mal neutral. Wem der Look gefällt, der greift zu. Wem der Look nicht gefällt, der greift nicht zu. Ansonsten haben wir eine ganz gute Gaseffizienz. Wir können 30 Schuss mit einer Gasladung herausschießen. Das Ganze auch sehr präzise. Das Hop-Up lässt sich sehr gut einstellen. Der Abzug wunderbar, sauber gefertigt, kein Hakeln. Ganz trocken geht der Abzug hier vonstatten. Der Schlitten arbeitet störungsfrei, richtig smooth, macht ordentlich Spaß. Da kann man echt nicht meckern. Meckern kann man eigentlich mehr. Und jetzt kommen wir zu den Negativ-Parts. Hat nichts mit der Technik zu tun. Mehr so, ja, dieses Lizenzrecht, ja, was wir hier in Deutschland haben, macht es uns ein wenig kaputt, eine richtig wahre Liebe zu dieser Pistole hier aufbauen zu können. Denn normalerweise haben wir hier andere Griffschalen verbaut. Sniper AS musste sie aufgrund von Lizenzbedingungen hier, damit wir keinen Besuch hier von dem Kameraden hier kriegen, entfernen. Die anderen Länder haben hier die passenden Griffstücke dazu. Ihr könnt euch natürlich auch die Griffstücke nachträglich kaufen, aber dann müsst ihr nochmal so mit ungefähr 20 bis 30 Euro extra rechnen. Und wenn man das jetzt hier auf die 169 Euro hier nochmal draufschlägt, kostet das Ganze 200 Euro. Wer keinen Wert drauf legt auf diese Griffschalen,
Der ja, ist mit 169 Euro auf jeden Fall gut bedient. Ja, und das war auch schon die Überleitung zu meinem Fazit und der Kaufempfehlung. Wer auf dieses Design steht, ja, auf diesen Used-Look mit diesen Schriftzeichen, der kann unbesorgt zugreifen. Der hat hier eine solide Airsoft in der Hand. Wer ja wirklich das Richtige haben möchte, mit den richtigen Griffschalen, muss halt noch mal richtig ordentlich draufpacken. Und dann muss man sich das wirklich überlegen, ob das preislich dann noch vertretbar ist. Ich werde es wahrscheinlich machen, weil gehört einfach dazu, muss ich ehrlich sagen. Und da werde ich wohl in den sauren Apfel beißen. Rein technisch absolut alles kein Problem. Wenn was kaputt geht, WE-TM-kompatibel, könnt ihr hier Sachen tauschen. Aber ich denke mal, ihr werdet da schon mehrere Schüsse noch mit Spaß haben, bevor euch da was kaputt geht. Ihr könnt im Winter, wenn die Temperaturen richtig tief sind, auch mit CO2 ohne Probleme spielen. Im Sommer würde ich ein bisschen aufpassen, weil bei höheren Temperaturen in Kombination mit CO2 wird hier doch die Pistole arg belastet. Das war es von mir gewesen. Bruce, BB2K Airsoft hier mit der AW Custom. Ich setze noch einmal die Maske auf. Ja. So. Und dann beende ich das Review mit ein paar Schüssen. Rohrkrepierer. Mach's gut, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat, klickt da oben mal rauf. Unten gibt es ein weiteres Video von mir. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Boah, ich muss das wieder abnehmen. Ja. Boah, die ist zwar richtig cool, aber man kann da drin überhaupt nicht atmen. Mach's gut, euer Bruce.